Als das Volk Israel damals Kanaan einnahm, da gab es eine bemerkenswerte Situation. Und zwar war es so, das Volk war unter Josua schon über den Jordan geschritten, aber es hatte Jericho noch nicht eingenommen, es war genau in dieser Zwischenzeit. Da war Josua irgendwie unterwegs, hat das Gelände erkundet oder was, und auf einmal begegnet ihm ein mächtiger Krieger mit gezücktem Schwert. Und die Bibel berichtet das wie folgt. Es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Nun, in einer kriegerischen Situation, einem mächtigen Kämpfer mit Schwert zu begegnen, da ist die Frage, Freund oder Feind, ja durchaus berechtigt. Aber die Antwort ist, nein. Ich bin nicht Freund, ich bin nicht Feind. Nein. Falsche Frage. Falsche Frage. Nun, warum hat er nicht einfach gesagt, ich stehe auf eurer Seite, ich bin euer Freund? Weil als Kämpfer in der Armee des Herrn ist er dann Freund, wenn man die Werke Gottes tut, wenn man Gott wohlgefällig vorangeht, wenn man das tut, was der Herr sagt, und ist dann Gegner, wenn man sich gegen Gott stellt. Deshalb ist hier die Antwort nein gewesen, weil das war die falsche Frage. Das betrifft auch uns. In unserem Leben müssen wir die Dinge Gottes umsetzen, die Impulse, die uns der Heilige Geist ins Herz gibt, umsetzen. So leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Und da müssen wir lernen, auch Nein zu sagen. Wir müssen lernen, Nein als eine klare, wichtige Aussage zu gebrauchen. Nein ist ein ganz starkes, ganz wichtiges und tatsächlich positives Wort. Ein Wort, was uns absolut weiterhelfen kann. Weißt du, Adams größtes Problem war, dass er damals bei dieser Sündenfallsituation nicht Nein gesagt hat. Er hat nicht Nein gesagt, hat seinen Stand nicht eingenommen. Das hat gigantische Probleme nach sich gezogen. Wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und zwar im positiven Sinne. Nein als eine klare Anordnung. Weißt du, viele Leute sagen, ich kann nicht Nein sagen. Das ist fast wie eine Selbstverfluchung. Du musst lernen, Nein zu sagen. Lass dich nicht manipulieren. Lass dich nicht überreden. Tu nicht irgendwelchen Leuten, nur um ihnen Gefallen zu tun, mitlaufen in irgendwelche Dinge, wo du vom Herzen gar nicht wirklich dabei sein willst. Sag Nein, wenn du den Eindruck hast, das ist Gott nicht wohlgefällig. Du bist verantwortlich für dein Leben. Du bist verantwortlich für die Dinge, die du tust. Und da ist es sehr, sehr gut zu sagen, nein, ich gehe den Weg des Herrn. Nein, ich grenze mich ab. Nein, ich mache bestimmte Sachen nicht mit. In dem Sinne, lerne Nein zu sagen, was sehr, sehr gut für dich ist, was dich weiterbringt. Nein ist ein ganz starkes Wort. Und die Bibel fordert uns auch mehrmals dazu auf. Jesus selbst sagt, es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Das heißt, alles so drumherum reden, alles, wo man nicht klar Position bezieht, alles rumschwafeln. Auch Jakobus greift das nochmal auf. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Und das soll auch für dich gelten. Das Ja ist ein Ja und das Nein ein Nein. Und beides in den Weg des Herrn. Gott hat mehr für dich.